Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Conquer the World. Mit dem Alexander, der gerade hier angreifen will. Und ja, wir werden hier noch ein bisschen. Wahrscheinlich werden wir hier Trapezunt nicht angreifen oder mal schauen und gehen dann hier runter und greifen die Ägypter an. Das hat einen Grund, ich will die Türken natürlich nicht ausrotten. Und zweitens, ich will nach Ägypten, also nach Afrika überall, ein bisschen Geld zu verdienen. Und eventuell auch nach Asien, aber das kann warten. Wir müssen einfach schauen, dass wir den Alexander noch ein bisschen besser machen. Er ist halt momentan nicht viel besser geworden, weil wir Schlachten auf der Schlachtkarte, also ja, auf der Schlachtkarte ausgetragen haben, und da bekommt man weniger Auszeichnungen und so, als wenn man sie ja auswürfelt. Soll ich jemanden aufsuchen? So, jetzt muss ich noch schauen. Ja, mein Herr. Wer hat euch die haben wir. Wir haben eigentlich alles das letzte Mal gemacht. Dann werden wir mal weitermachen. Hier hatten wir noch einen vergessen, aber der ist nicht so wichtig. Und wie ich sehe, ist dort ein Kaufmann, den sollten wir mal killen. Kille, kille, kille machen. Und der Kaiser von China ist gestorben. So. Geh du mal hier hin. Ja, Herr. Jetzt der Diplomat. Das ist ein ungarischer. Wieso ist der orange? Keine Ahnung. So, der Diplomat hier geht mal hier unten durch. Und der da oben, nicht vergessen. Das ist nicht möglich, mein Herr. Soll ich jemanden auf? Gibt es etwas, das ihr zu besprechen wünscht? Beziehung sehr gut. Komm doch mal, Bündnis. Ich kann so nicht Bündnis als Forderung abgeben. Da möchte ich gerne einfach so Bündnis. Ja, ist mir egal. Gehen wir mal weiter. Sehr gut, mein Herr. Aber mein Herr, gehen wir doch zu den. Bin unterwegs. Zu den Ding da oben. Mongolen. In Bran haben wir einen Priester. Okay, jetzt ist wieder blau. Sehr schön. Ich bin Gottes Diener. Hierüber, da stört dich niemand. Ja, noch ein. Kein Agent, nein. Das Problem, wie lautet sein Name? Oh, 6, 31, 57. Das ist nicht so gut. Wir müssen schauen, wo die. Ja, zum Beispiel hier. 44 ist zu schlimm. Die Prinzessin ist sogar noch besser. Dran. Okay. Mein Herr. Und jetzt. Speichern. Wir greifen jetzt diese Armee an. Jetzt kommen die dazu. Und wir können eigentlich starten. Da kommt die Verstärkung nicht. Aber wir wollen ja mit der wir wollen ja die rauslocken, damit unsere Stadt. Damit wir die Stadt nicht frontal belagern müssen. Oh, das ist eine gute Position. Dann machen wir das mal so. Wir nehmen die Onager in eine Gruppe. Ja, ich wollte die.
so hin. Die Katapulte gehen dahinter. Und jetzt die Bogenschützen auch gruppieren davor. So, genau. Und die zwei dahinter. Ein bisschen dahinter. Kommen die noch nach vorne? Nein, nicht so. Okay, egal. Aber bitte richtig. So. Schlacht starten. Ja, die kommen von hinten. Ich werde sie jetzt dorthin. Buxieren. Oder nur so. So kann man schauen, wo sie hingehen. Ja, die müssen so hin. Aber wieso geht das nicht lange? Ich dachte, dann kann man drauf bleiben auf der Leertaste. Ah, hier ist ja noch der Ding, habe ich ja fast vergessen. Der Alexander, den darf man nicht vergessen. Aber laufen, kannst du nicht mehr laufen. Ich habe viel bessere Reiter, ich könnte die eigentlich frontal angreifen. Lol, und was sind das für Truppen? Ah, Speerträger. Da müssen wir aufpassen mit den Pferdchen. Die greifen sowieso von hinten an, wette ich. Aber wieso gehen die jetzt nach hinten? Greifen die an? Die warten, bis sie angreifen, oder was? Das ist nicht gut, wenn ihr hier irgendwo euch bewegt. Ja, wenn die nicht angreifen wollen, was dann? Kann man hier Spitzformation? Kann man keine Keilformation machen? Dann werden wir doch mal hier einfach ein bisschen warten. Ich frage mich, wo die sind. Da und da. Dann müsst ihr schon ein bisschen weiter. Oh, Bogen. Oh. Wie wäre es mit Angreifen? Wäre doch auch mal eine gute Idee. Und die da hinten, schlafen die? Die kommen langsam. Dann bitte eine auf die. Ja, mega gute Reichweite. Habt ihr ja gut gemacht. Oh, das schlägt ein. Keine Verluste, nicht getroffen. Oh jetzt. Komm. Explodiert doch. Oh, wieso bist du nicht explodiert? Explodiert. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. Die haben halt sehr viele Speerträger, das ist nicht so gut.
Greift jetzt die an. Es ist wichtig, dass ihr angreift. Das Problem ist, die sind sehr schwach. Wie wäre es mal, wenn ihr hier seitlich angreifen würdet? Nicht in die Truppen hinein! Nicht in die Truppen hinein! Ihr Allmächtige sei gepriesen! Unser Feind hat nicht mehr den Mumm zu... Der Herr über uns ist gütig! Wir haben den feindlichen General gefangen! Das wird den feigen Hund lehren zu rennen! Den Feind hat es schwer erwischt! Er hat die Hälfte seiner Männer verloren! Ja, das Problem ist, die Reiter, die Dinge bekommen auch Schaden. Viel. Die. Oh, da sterben viele. Einfach aushalten. Bleibt standhaft. Und jetzt greift ihr aber sofort da die an. Genau. Durchreiten bitte. Der gegnerische General ist tot, gut. Und jetzt angreifen. Ja, genau. Die hauen alle ab. Jetzt greift die an, nicht die Fliehenden. Die angreifen. Oh, gut. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Und ihr zwei greift mal hier an. So. Jetzt hauen alle ab. Mit Bravour haben wir die besiegt. Gegnerischer General geflohen. Gefallen, nochmal gefallen. Komm, nächsten angreifen. Die nächsten angreifen, bitte. Ein geschnetzeltes. Wir braten sie in der Pfanne. Sehr schön. Yeah. Und jetzt noch die unbedingt. Angriff! Angriff. Ich muss es so machen. Die wollen einfach nicht rennen. So, kommt hier mal runter. Oh, nicht so viele mich auf unsere Truppe angreifen, Bogenschützen. Ihr geht hier hin. So, die hauen ab. Greifen wir die an. Und die Reiter sollten langsam mal. Kommt schon, bitte. Ja, sie fliehen nicht. Sie blinken nicht. Komm schon. Greift an! Schneller. Die wollen mich ein bisschen versäckeln, aber keine Panik auf der Titanic. Ich könnte die zuerst angreifen.
Die fliehen sowieso die ganze Zeit, obwohl sie nicht fliehen. Oh, das gibt wieder Geschnetzeltes. Sehr schön. Killt sie. Trampelt sie nieder. Zerstört. Zerstört alle. Sehr schön. Komm, angreifen. Ja, die macht das gut. Jetzt die. Komm, trampelt sie noch nieder. Mit dem Durchreiten. Ach komm, ihr seid doch langweilig. Trampelt, trampelt, trampelt hier, trampelt hier. Hallo? Mögt ihr nicht mehr? Ausgeruht, also. Jetzt geht mal dorthin, reitet. Okay, die machen nicht so viel Schaden. Und jetzt angreifen. Sehr schön. Und ihr verfolgt diese, gut. Die da machen nichts. Ihr kommt mal mit. Der Feind flieht von der Schlacht. Rennt diese Ist mir egal. Ich will noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ah, das macht Spaß. Sie sollten sich nur ein bisschen besser verteilen. Also die Gegner halt mit allen angreifen. Aber das ist natürlich die KI. Die ist nicht gut von Medieval 2. Okay, den einen schaffen sie nicht mehr, weil sie den nicht angreifen. Dann machen wir doch das mal so. Die haben sowieso ab dort oben, die erreichen wir nicht mehr. Oder sie holen noch ein. Greift sie an, Bogenschütze. Nein, noch einen, noch einen. Greift an! Nehmt die Bögen raus. Oh Gott. Ist er doch schlecht. Gott, oh Gott. Nicht doch sagen, mit den Bögen angreifen. Sollen sie mit den Bögen angreifen? Angriff. 746 Gefangene. Okay. Nicht schlecht. Okay, dann machen wir mal Gas. Unser Feind wurde richtig erniedrigt. Heroistischer Sieg. Männer übrig, einen. Einen Mann. Gegner getötet. Einen Mann haben sie getötet. Wahrscheinlich einen Ritter. Und wir haben ein Ding erlangt. Einen Goldstern. Goldabzeichen. Okay, wir haben 580 Gefangene mit dem Rittertrupp, mit dem General, mit dem Alexander gefangen genommen. Wegen dem Umreiten, das macht nur, also das macht nicht Klingenschaden oder Durchbohrungsschaden, da werden die halt mehr gefangen als getötet. Ein Lösegeld? Nicht. Okay. Und wir haben eine neue Stadt mehr mit einem schönen Symbol auf der Schlachtkarte. Ich liebe diese Symbole. Die habe ich in Medieval Total War, in Rome Total War habe ich die auch gesammelt. Überall so Schlachtkarten, heroistische Siege hingetan. Und ritterlich Kampf. Ritterlichkeit edel im Kampf. So herum. Okay. Dann werden wir hier mal zuerst eine Kirche bauen. Sehr wichtig. Gut, wir haben Iconium. Sehr schön, eine neue Stadt.
Und dieses Schiff hier, geht mal schauen, wie Venedig sich entwickelt hat. Die haben einen großen Hafen. Und die haben einen normalen Hafen. Die haben eine schöne Gebäudearchitektur. Das ist die gleiche, wie wir haben. Okay. Dann werden wir mal ein bisschen uns umschauen. Genau, bei Ägypten könnten wir uns umschauen. So. Und das andere Schiff ist hier. Das lassen wir hier. Das tut, dass die Leute nicht denken, Sklaven, dass sie nicht handeln können über das Meer. Lassen wir das dort. In Konstantinopel könnten wir noch einen ausbilden. Ja, hier lassen wir es. Wir haben ja das letzte Mal eigentlich neutral den Krieg beendet. Oh, die haben feudale Ritter, die sind gut. Und jetzt werden wir mal warten, was Preußen so macht. Die haben ja eingesetzt. Hier oben haben wir noch einen Spion. Und der geht jetzt am besten. Ah, da können wir nicht hoch. Hier nach Spanien. Ich wollte doch irgendwas noch hier. Ja? Ja, mein Herr. Meine Herr? Okay, egal. Wir speichern, beschreiben das und machen weiter. Ah ja, ein paar haben noch, Diplomaten sind noch ein bisschen herumgeeilt. So. Aber unser Reich ist schon gut auf der großen Map zu sehen. Vulkanus, der hört sich mal gut an. Und in Iconium können wir eine Diebesgilde machen. Schon wieder Hafenblockade. Machen wir das zuerst. Baubericht. In Konstantinopel haben wir einen Kornmarkt. Jetzt könnten wir hier, machen wir mal die Rathäuser, unbedingt sehr wichtig. In Brenn haben wir auch irgendwas so etwas. Hier können wir einen Kornmarkt machen. In Nizao machen wir einen Hafen. In Smyrna. Haben die jetzt rebelliert? Ich glaube, die Türken sind hier ein Ding. Haben die Seiten also sind neutral geworden zu Rebellen. Hier können wir eine Farmgemeinschaft bauen. Und gut ist, können wir hier schon ein bisschen mehr machen. Machen wir doch auf normal. Hier können wir auf hoch sogar stellen. Hier können wir auf höher stellen. Gut. Ein Priester haben wir ausgebildet. So, du gehst hier auf die einsame Insel. Das ist wahrscheinlich Rhodos. Ah, hier haben wir noch eine Stadt. Aber wir gehen dann später direkt nach unten. Wir müssen nur noch ein paar weitere Einheiten irgendwie bekommen. Wir holen die von hier. Dann kannst du, Valius Laedus, schon mal mitkommen. Mit den zwei Einheiten. Diese Einheit. Und, ja, das reicht. So, dann kommst du mit, kommst du hier hin. Und der tötet den. Sehr gut. Okay, heiliges, also Deutsche sind mit den Franzosen im Krieg. Gefolge vergrößert sich, Meistermeuchel
Meistermeuchler. Das schauen wir mal an. Junger Schüler. Wurfmesse. Wo ist der Meistermeuchler? Wer hat euch enttäuscht? Der heißt Draganos. Okay, dann habe ich den nicht hier bekommen. Wir könnten hier aber mal weitergehen. Ja, der 7%, der bringt's nicht. Wir werden die Preußen mal ein bisschen möcheln. So, wo war der? Ah, da oben. Ich wollte hier ein Bündnis vorschlagen. Ah, sehr schwach. Kann vergessen. Weg blockiert. Der wollte ich hier hin tun. Also die sind auch richtig im Krieg. Ich hoffe, die gewinnen hier. Die haben nämlich sehr gute Truppen, also sehr viele Truppen. Gute vielleicht nicht. Aber die haben hier schon mal erobert. Hier oben haben sie erobert. Also Franzosen sind sehr im Bedrängnis momentan. Aber wir hoffentlich bekommen das große Geld, wenn wir hier unten die Sachen holen und hier drüben. Also schauen wir mal das nächste Mal, dass wir ja, nach Afrika kommen langsam und das Mittelmeer hier ringsum einnehmen, damit wir hier große Handelsflotten machen können und alles mögliche. Und diese Insel ist auch sehr schön. Eine grüne Insel inmitten von Dörnisse und so weiter. Okay, B23. So. Also, da sehen wir uns das nächste Mal wieder. Der wird hier gemöchelt. 95%, sehr schön. Und ja. Also, bye. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal.